Ja, jetzt mal ein ganz anderes Video von Thailand. Aber das, was Thailand halt ausmacht, und gerade hier auf dem Land, sind das Dinge, die normal sind, wo wir uns oder ich mich erst dran gewöhnen muss, weil ich es überhaupt nicht kenne. Heute gibt es mal ein anderes Video. Es geht um Honig. Heute wollen unsere Familie Honig sammeln. Deswegen ist schon einmal ein Ast fertig, ein Korb fertig. Tech macht sich gerade fertig und will nach oben klettern. Ob das alles so funktioniert, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle habe ich ein bisschen Angst. Irgendwann werde ich vielleicht laufen, weil einfach die Bienen kommen und ich ins Wasser springen muss oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Das Nest befindet sich irgendwo da oben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ah ja, da oben ist ein riesengroßes, rundes Bienennest. Und da will man jetzt ran. Ich weiß nicht, wie das alles funktionieren soll, keine Ahnung. Aber ich schaue einfach mal. Bis gleich. Als erstes wird erstmal gebetet. Das ist auch wichtig. Ich habe diese Bienen gesehen. Das sind echte Mordsdinger. Und so wie ich das sehe, wird einmal wohl eine Fackel angezündet, damit die sich beruhigen. Und dann wird ihnen mit dem Korb und dem Bambus da reingestochert und das Ganze gesammelt. Ja, und der junge Mann möchte da hochklettern. Das wird jetzt ein bisschen dunkler werden, weil ich von der anderen Seite filmen muss. Ich weiß auch nicht, wie ich stehen soll, damit ich auch vernünftig weglaufen kann. Ja. Und ob das alles zu dunkel wird, weiß ich auch nicht. Ja. Die größte Angst, die ich habe, dass sie das Licht von der Kamera sich einschaltet und die dann in meine Richtung kommen. Ja. Ich würde mich nicht trauen. Ich hoffe, dass man das Ganze sehen kann. Es wird langsam dunkel. Oh, das ist ein Monsterteil. Oh Gott, ich würde es mir nicht trauen. Habe schon Probleme nur beim Filmen. Tech geht einfach da hoch und ja. In der Hoffnung, dass er von der Seite weit genug entfernt ist. Ich weiß überhaupt nicht, ob man was sehen wird nachher oder ob es alles nur dunkel wird. Aber meine Fresse, der ist schon fast da. Hui. Mal den Platz gewechselt, weil ich weiß auch nicht. Weil ich sehe eigentlich gar nichts mehr. Ich höre immer nur seine Stimme. Ja.
ohne Bienen würde ich das schon nicht draufkleben. Ja. Jetzt werden die Sachen erstmal bereitgestellt von Bab. Ham ist jetzt hinterher geklettert. Das Ding ist, die sehen alle noch was und ich sehe nichts mehr. Aber da sieht so aus, als wenn das sind so ungefähr 6 Meter. Ja. Mann, Mann, Mann. Das wackelt alles ein bisschen, weil ich immer auch mal gucken muss, wo ich überhaupt stehe. Weil auf Bienenstiche hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ich wechsle jetzt mal mit die Seite. Jetzt ist ganz dunkel. Ich weiß nicht, ob man überhaupt noch was sehen kann. Das muss irgendwie die Richtung sein. Glaube ich jedenfalls. Nicht böse sein, wenn man nichts sieht. Ja. Und nur den Kommentar hört. Es ist vielleicht ein Vorteil, wenn es dunkel ist. Vielleicht sieht man jetzt was, keine Ahnung, aber es kann möglich sein. Aha. Licht geht schon mal an. Und so wie es aussieht, ist er über dem Nest. Genau da ist das Nest. Keine Ahnung.
Ja, guck mal, du und mehr Feimen. Heimen. Nu au ăla. Băi, mă tine tot. Nea mă-n sumba, cumva. Vii, vii. Chiang, nu-mi fac chiang. Das ist alles faszinierend. Danke. Ansonsten wäre ich schon weggelaufen. Ja, mong mắt này nè, con nè. Hiền mong mắt vô. Wir werden schon langsam die Arme schwer. Was als nächstes so passiert, das werde ich abwarten. Ich gehe lieber rein, weil ich habe einfach jetzt Muffen. Bis dann. Großer Teil Honig ist gesammelt. Ich halte dann nur mal so kurz drauf, aber ansonsten gehe ich wieder. Ja, Tech und Bad machen das. Tech hat alles geholt. Unerschrocken, auch da hoch zu gehen, ohne Sicherung, ohne Seil. Aber ja, ich kann nicht so viel damit anfangen, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber es soll sehr lecker sein und wahrscheinlich werde ich dann morgen oder übermorgen was anbieten. Ja, wie schon im Video erwähnt, nächsten Tag gab es Larven zu essen, lecker zurechtgemacht. Und ich muss sagen, das ist wie mit Heuschrecken oder ähnliches. Man muss erstmal sich überwinden. Danach schmeckt es sehr gut. Ja.
Das soll es erstmal gewesen sein. Und tschüss.